Aber die Richtung, die ist schon ganz gut. Schaut so ein bisschen unter dem Hut hervor. Ja, genau so eher. Dass man die Augenbrauen nicht sieht. Gestern habe ich mir Oppenheimer im Kino angesehen. Richtig geile Bilder. Seht euch diesen Film an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und was mir auch total gut gefallen hat, war, in dieser ganzen Werbephase wurde Bildmaterial verwendet von diesen super krassen Close-ups des Hauptdarstellers. Und da gibt es ein bekanntes Foto von Oppenheimer, dieses Schwarz-Weiß-Porträt. Und das haben die dann auch nachgestellt und damit geworben. Und dieses Bild will ich heute nachmachen. Was wir dafür brauchen, ist ein bisschen Licht, ein Hintergrund, Kostüm und ein Model. Ich habe halt einen Bart, das ist natürlich schlecht. Aber ich werde mir jetzt nicht extra den Bart rasieren, weil meine Frau mich sonst killt. Okay, dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Als erstes brauchen wir einen Hintergrund, deswegen muss ich einen Hintergrund aufbauen. Ich werde wahrscheinlich einen weißen einfach nehmen, weil in der Vorlage ist er auch weiß. Er wird dann ein bisschen grauer, wenn man so ein bisschen weiter weg geht, aber so machen wir das hier auch. Okay, let's go! Sieht doch schon mal ganz gut aus. Was benutzen wir? Wir benutzen eine Nikon Z7 II mit Adapter und ein 85 mm 1.8 F-Mount noch mit dem Adapter auf die Z7 II. So kriegen wir den Look schon hin. Mit diesem Gerät machen wir das. Damit sollte es eigentlich gehen. So, jetzt schaue ich einfach nur, ob der Horizont stimmt. Und das Ganze müssen wir sowieso per Tethering machen, damit ich einfach auch gleich sehen kann, ob ich an das Bild rankomme oder nicht. Vom Bildausschnitt her und so weiter. Also ich mache das so, ich fotografiere das gleich auf eine externe Festplatte, damit ich das dann an den anderen Rechner packen kann. Den benutze ich immer nur zum Tethern. So, jetzt schließen wir noch. Achso, das ist eine andere Kamera, da brauche ich ein anderes Stück. Weil ich mich ja auch selbst fotografieren muss, habe ich hier diese Selbstauslöser. Ein Empfänger, ein Sender, kommt an die Kamera und da kann ich mich selbst fotografieren. Das ist immer sehr praktisch, wenn man so Selbstporträts macht. Jetzt steht erstmal alles, die Kamera, Hintergrund. Was jetzt noch fehlt, ist mein Outfit. Ich werde mir jetzt gleich einen Hut anziehen, damit es halt zusammenpasst. Und dann muss man es auch noch einleuchten. Als Licht habe ich mir gedacht, benutze ich zwei Lichtquellen. Auf dem Foto sieht man von hinten so ein Streiflicht auf einer Seite, von hier, über die Wange und ein Hauptlicht, großflächig, weich, von schräg oben. Also es ist ein ganz typisches Lichtsetup eigentlich. Wir werden mal sehen, wie es aussieht. Als Lichtquelle, boah, hier sieht es schon wieder aus, ey. Als Hauptlicht benutzen wir ein Aperture 300. Das ist das Hauptlicht. Und das werden wir einfach hier gegen die Decke leuchten. Sieht schon alles ganz gut aus jetzt. Jetzt brauchen wir noch ein Licht. Und zwar ein hartes von der Seite. Dafür nehme ich so ein ganz einfaches LED-Panel. Das schreibe ich jetzt hier einfach drauf. Und das kommt von hier hinten. Ich zeige euch auch gleich mal, wie das jetzt so vorab schon mal aussieht. Ja, deswegen ist Tethern so geil. Ich mache hier ein Foto, es ist direkt auf dem Rechner. Jetzt muss ich mich kurz mal umziehen und das machen wir mit einer super coolen Transition. Okay, also das passt natürlich nicht wie soll ich sagen, ist jetzt nicht authentisch für die Zeit, für die 40er und so weiter. Ist ja auch scheißegal jetzt, es ist jetzt auch nicht, ist kein Cosplay oder so, sondern ich will ja nur ungefähr in die Richtung kommen. Und deshalb habe ich mir jetzt meinen Hut aufgesetzt und den hier so runtergezogen, wie Oppenheimer den halt trägt. Hemd und Krawatte. Genau, also normalerweise achtet man da halt total drauf, dass das alles passt und so. Ich habe halt auch keine Zigaretten, weil ich nicht rauche und ihr solltet das auch nicht tun. Deswegen nehme ich hier einfach so ein Post-it, den ich mir zusammendrehe. Und das ist dann einfach meine Zigarette. Hier. So, genau. Es würde natürlich noch cooler aussehen, wenn ich rasiert wäre, muss man schon sagen. Und außerdem habe ich natürlich nicht so ein markantes Gesicht wie der Hauptdarsteller, dessen Name mir gerade nicht einfällt. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie das auf der Kamera aussieht. Ja gut, also ich muss jetzt hier ein bisschen ausprobieren. Ihr seht ja, was da jetzt gerade ankommt am Rechner. Der Hut ist über den Augenbrauen. Der
uns angeschnitten. So ungefähr. Ist gar nicht so einfach, wenn man sich selbst fotografiert, muss man echt sagen. Das Licht passt noch nicht so ganz. Ein bisschen hier noch. Ja, aber die Richtung, die ist schon ganz gut. Schaut so ein bisschen unter dem Hut hervor. Ja, genau so eher. Dass man die Augenbrauen nicht sieht. Okay, das muss passen. Ich bin gespannt. Also jetzt geht es an den Rechner. Da werde ich das Ganze nochmal ein bisschen angleichen. Also richtig einstellen. Das war jetzt ja nur so ein bisschen schwarz-weiß, Kontraste und so weiter. Und dass ich so möglichst nah an diesen Look rankomme. Und dann geht es nochmal in die Retusche. Und dann gibt es das Vorher, Nachher. Beziehungsweise das Nebeneinander. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Stecken wir mal das Ganze an. Jetzt schaue ich mal, was ich noch rausholen kann. Ich versuche die beiden Bilder jetzt möglichst anzugleichen, also wirklich sehr nah ranzukommen, vor allem von der Tonalität her, also von den Graustufen her letztlich. Ich werde natürlich nicht so aussehen wie der Schauspieler, ist ja klar, aber so damit Look and Feel zumindest möglichst nah rankommt. Ich bin echt gespannt, wie weit ich komme. Das letzte Bild war auch einfach das Beste, was am nächsten rankommt von der Kopfstellung her und so weiter. Die Schwarz-Weiß-Einstellung war jetzt eigentlich nur, um einfach so ein bisschen zu sehen, in welche Richtung das Ganze geht. Dieser Hut ist ein bisschen eklig, sehe ich gerade. Ich entwickle gleich ein Schwarz-Weiß-Bild und mache die Retusche dann nur noch in Photoshop. Die haben ja einen super mitteltonlastigen Schwarz-Weiß-Look mit vielleicht Rotfilter oder so beim Film benutzt. Ja, ich hätte auf jeden Fall beim Fotografieren noch ein bisschen weiter weg sein müssen vom Hintergrund, damit der noch dunkler wird. Aber das kann ich auch künstlich verändern. Ist nicht perfekt natürlich. Am besten macht man wirklich alles so, dass man es nicht mehr nachbearbeiten muss. Aber manchmal geht es halt nicht. Er hat halt eine super schöne Anatomie, wo diese Trennung nochmal hier ist. Zwischen den Wangenknochen. Die drei Bilder, die entwickle ich jetzt mal. So, jetzt baue ich das mal so ein bisschen zusammen. Als Ausgangswert nehmen wir natürlich das. Das ist das Hauptbild sozusagen. Dann würde ich jetzt mal die Hintergrundebene duplizieren und mal schnell eine Auswahl machen. Bisschen unreinere Haut und wenn man dann die Rottöne so runterzieht, dann kommt es halt sehr stark raus. Dieser Hut, ey, der sieht richtig eklig aus. Ja. Ich hatte einen Junggesellenabschied und es war heiß. Und da hatte ich den Hut auf, allerdings habe ich den nicht so getragen, muss ich sagen. Nicht so Oppenheimer-Style. Ja, er hat halt auch einen anderen Hut auf, mit einer viel breiteren Krempe. Und mein Gesicht ist auch einfach breiter und so, also das sind halt einfach so Sachen. Ich bin nicht so happy. Ich bin nicht so happy. Ja, ich habe halt einen Bart, der schluckt natürlich auch Licht. Aber was ich eigentlich sehen wollte war, wie der Hintergrund ist, weil sein Hintergrund, ich habe schon so ein Gefühl gehabt, dass sein Hintergrund deutlich heller ist. Aber krass, wie gut der Winkel der Zigarette passt. Einfach mal, also das habe ich ja richtig genäht, Alter. Na gut,
Also das Korn habe ich jetzt eingestellt, dass es ziemlich nah rankommt an das Korn vom Originalfoto. Es ist ziemlich grainy und sehr hell. Ja, das ist halt auch die Vergrößerung und so, aber es geht schon in so eine Richtung. Seine Ohren sind auch viel heller als meine. Ja, das ist mein Oppenheimer-Look. Mein Oppenheimer-Shooting von diesem sehr bekannten Foto, was die nachgemacht haben. Und jetzt habe ich das nochmal adaptiert in meiner Variante. Na, jetzt sehe ich noch was, was mich stört. Na. Die Nichtraucher-Version von dem Oppenheimer-Foto. Ja, gut, danke. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Abonniert den Kanal, das hilft mir. Mal sehen, was ich in Zukunft mache. Ich arbeite gerade noch daran, dass ich meinen Arbeitsplatz hier umbaue. Morgen kommt der neue Tisch und so weiter. Und dafür gibt es auch noch mal ein Video, wenn ihr das sehen wollt. Abonniert den Kanal. Ansonsten schaut euch noch dieses Video hier an, was ich noch gemacht habe. Genau, vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Bis bald. Ciao.